Herzlich willkommen zu SAK TV Markt. Die neue Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen wurde jetzt veröffentlicht und tritt ab dem 1. August in Kraft. Erstmalig gibt es damit eine bundeseinheitliche Regelung auf diesem Gebiet, die auch die Heizöllagerung betrifft. Für Fachbetriebe gibt es somit eine wichtige Neuerung. Die Fachbetriebspflicht wird durch die neue Verordnung in einigen Bundesländern ausgeweitet und gilt nun bundesweit für Heizöltanks mit einem Volumen größer als 1000 Liter. Neu ist die Fachbetriebspflicht damit für Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Hier sollten Handwerksbetriebe, die noch nicht als Fachbetrieb zertifiziert sind, dies nachholen. Mitsubishi Electric hat jetzt eine neue Preisliste für sein Wärmepumpen- und Lüftungsprogramm herausgegeben. Enthalten sind alle Produkte der EcoDan-Serie. Dazu gehören sowohl Split- und Monoblock-Systeme als auch passende Warmwasser- und Pufferspeicher sowie Installationszubehör. Der Grund? Da von den Kunden zunehmend viele Produkte gleichzeitig für ein Projekt abgefragt und eingesetzt werden, wurde diese beliebte Systemkombination in der neuen Preisliste direkt zusammengefasst. Building Information Modeling, kurz BIM, gehört die Zukunft. Dessen sind sich die Experten der Baubranche und Gebäudetechnik sicher. Die softwaregestützte Methode zur Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Gebäuden basiert auf virtuellen Modellen und beinhaltet umfangreiche Datenbanken, die eine zentrale Verwaltung aller projektrelevanten Informationen ermöglichen. Aquaterm stellt auf seiner Homepage Architekten und Fachplanern kostenlose BIM-Datensätze zum Download zur Verfügung. Neben grafischen Modellen in 3D sind alle notwendigen Informationen zur Erstellung BIM-fähiger Entwürfe enthalten. Von Artikelnummern bis hin zu Angaben für die Statikberechnung des Gebäudes. Die neue VIP-Lounge am Terminal 1B am Flughafen Frankfurt wurde vor kurzem eröffnet und macht den Flughafenaufenthalt zu einem Luxuserlebnis. Auf 1300 Quadratmetern können Gäste luxuriös eingerichtete Wohneinheiten mieten. Die Ausstattung entspricht der eines 5-Sterne-Hotels. Passend dazu sind auch die Badräume eingerichtet. Das Dusch-WC Aqua Clean Mera von Geberit fügt sich harmonisch in das elegante Badambiente ein und überzeugt mit innovativen Funktionen. Aqua Clean Mera ist in 13 Badräumen der VIP-Lounge und in der privaten Suite eingebaut. Maßgearbeitete Marmorböden und Ablageflächen sowie hochwertige Armaturen runden die Einrichtung ab. Für das Segment Wohnungsbau hat Wolf ein neues Konzept mit Wohnungsübergabestationen entwickelt. Es ist insbesondere auf den Geschosswohnungsbau zugeschnitten. Für das Segment Wohnungsbau hat Wolf in 2017 ein neues umfängliches Konzept mit Wohnungsübergabestationen entwickelt und stellt dieses in diesem Jahr vor. Eine Vielzahl von individuellen Lösungen, insbesondere für den Geschosswohnungsbau, erlauben hier ein sehr rationelles Arbeiten einerseits und gewährleistet aber auch ein hohes Maß an Trinkwasserhygiene. Dies ist eine weitere Produktorientierung für unser Gesamtkonzept vom Gasbrennwertkessel über die Lüftungsanlage hin auch jetzt zu Wohnungsübergabestationen für die Wärmeverteilung und für die Brauchwasserbereitung. Das war SAK TV Markt. Morgen geht's hier mit unseren Nachrichten weiter. Bis dahin, tschüss!